Timing. Timing ist alles. Oh nein! Time to say goodbye. Time to say goodbye. Dieser stinke Vogel. Voll nervig und gemein. Hallo und ein familiäres Willkommen zu einer kleinen Runde Paar so to zocken. Und zwar Dreams. Jo, wir zocken Dreams und sehen hier einen süßen kleinen dreieckigen Zylinderkopf, der uns ganz süß anguckt. Das war ja schon lange her. Lange her. Das ist das erste Mal Dreams mit unserer Facecam. Die alten Folgen sind auch alle ohne Facecam. Und aber wir hoffen, die haben euch auch ohne gefallen. Das hoffen die, wir. Die baldigen Folgen und die auch die jetzt immer kommen werden, werden auch mit Facecam kommen. Also erwartet mehr Facecam. Diese Komposition ist ja so wunderschön. Danke, bitteschön. Jetzt gehen wir weiter. Ja, Dreams ist auf jeden Fall ein Spiel. Ein Spiel, mit dem man andere Spiele entwickeln kann. Also fast mehr ein Programm, obwohl das Hauptspiel, die Hauptstory, haben wir bis jetzt ja ganz gut verfolgt. Wir wissen nicht mehr ganz genau, wo wir waren. Da geht es hauptsächlich um diesen alten Musiker. Also ich weiß, wo wir waren. Wir waren mit diesen kleinen, hier diesen kleinen Kuscheltieren. Und da mussten wir hier diesen Drachen retten. Dieses Jump'n'Run, ja, das kann sein. Doch, da waren wir. Ja, sag ich ja, kann gut sein, ja. Kann sein, aber... Da kommen wir noch nicht drauf. Die anregende Natur dieses Stücks mag ich besonders. Ja, und es geht halt um Traumsurfen und Traumform. Traumform ist im Prinzip, wo man selber was machen kann. Das machen wir drei vielleicht irgendwann mal, dass wir selber Games zurechtzaubern. Aber im Omic wollen wir erstmal Traumsurfen, um die Hauptstory weiterhin zu folgen. All Hallows Dream. All Hallows Dream. Also bald ist ja Halloween, ne? Ich freue mich. Oh, guck mal, sprich wie ein Pirat-Tag, wie cool. Ja, es sind nur noch 10 Tage bis Halloween. Was natürlich cool ist, dass hier auch viele Spiele sind, Oktober, die auch Multiplayer auch stellenweise spielbar sind. Das sieht aus wie Animal Crossing ein bisschen. Hm. In diesem Spiel kann man sehr viel mit Story und so. Ah, da Arztraum. Ja. Hier kann man sehr viel machen. Was das angeht. Mhm. Vielleicht werden wir es irgendwann mal mit euch mal herausfinden. Dreams. Virtual Reality gibt es auch sogar. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr es wollt. Dann könnt ihr auch vielleicht unsere Level spielen. Ihr werdet ja sehen, was wir bauen, aber... Falls... Super. Quest. Tiny Quest. Tiny Quest. Ja gut, werden wir irgendwann euch mal genauer zeigen. Jetzt ist erstmal dran, Arzttraum erstmal weiter fortsetzen. Ich glaube, das Spiel kann sich noch erinnern, wo wir waren. Stimmt. Hoffe ich. Ja, diesen kleinen süßen Knuffi hier, das ist so das Hauptsteuerwerkzeug in dem Spiel. Also in dem Spiel kann man wirklich alles machen. Vom Point-and-Click-Adventure über Jump'n'Runs, alles. Wir haben auch schon alles Mögliche gespielt. Ich konnte jeden Moment aufwachen. Wir Jump'n'Run jetzt. Ich hätte Bock. Aber ihr könnt auch machen, wenn ihr wollt. Oh. Diese Hesslons. Achso, ausrichten und schießen. Aha, erstmal wieder reinkommen. Wir haben es, wie gesagt, eine ganze Weile schon nicht mehr gespielt. Wo wechselt man? Ah. Aber cool, dass man jetzt auch kämpfen kann. Was auch immer das ist. Es ist hässlich. Potten hässlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hier ein Sekret ist. Nein, aber anscheinend sollen wir es machen. Ach, einer geht dann... Oh, Fieslinger! Einer geht dann bestimmt rein und der andere muss... Komm her! Ja, aber wie kann der andere dann... Ah!
Hol dir die runter! Dankeschön. Bitte. Oh Mann. Bitte. Was bitte. In aller Welt ist das? Wie sieht aus wie ein Steingesicht? Du kannst aus wie ein Affe. Nicht gewinnen! Sieht irgendwie aus wie ein kaputter Affe. Du bist nicht gut genug für sie, Art. Ach ja! Was für hässliche Krippels ging das? Ich finde die irgendwie cool. Oh, was ist das denn? Ich wollte es eigentlich zerstören. Aber definitiv darf man es nicht zerstören. Ah, die kann man einsammeln. Nö, und dann geht's. Jetzt. Oh, tja. Dumm gelaufen, Alter! Du Lach. Du Lauch. Schankelön! Oh nö, Creme! Was? OP-Krähe anscheinend! Was ist denn das für eine OP-Krähe? Boah, jetzt kann ich sie abschießen von hier. Boah, die ist gemeingefährlich. Boah, okay, das ist schwer. Aber ist halt nicht so schwer wie andere. Das können wir bekommen. Das können wir bekommen, klar. Man muss nur einen richtigen Zeitpunkt. Timing. Timing ist alles. Oh nein! Time to say goodbye. Time to say goodbye. Stinke Vogel. Voll nervig und gemein. It's time to... Das war jetzt wahrscheinlich nicht allzu clever. Ich hätte wahrscheinlich den zweiten... Kann man hoch cheaten? Nein. Kacke. Hex. Das hätte ich jetzt gerne gehabt. Bitte nicht so. Oh. Ah, da ist er. Also wir haben es jetzt immer so gemacht, dass wir uns in dem Spiel immer abgewechselt haben. Und genau das machen wir jetzt. Jetzt ist nämlich Sepp dran. Ich muss nur noch mal die Steuerung nachgucken. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon häufiger bei uns gesehen habt. Die Videos. Oh Gott. Oh Gott. Hoffen wir. Oh Gott. Wir hoffen es natürlich. Ansonsten seht es euch an. Das wäre natürlich ganz interessant. Ich verlinke da einfach mal die Playlist. Die? Und dann könnt ihr mal reingucken. Und wie gesagt, wir haben immer gewechselt, weil es ist ja nicht immer dieses Jump-Run-Abenteuer. Es war ja auch öfter mal Art selber haben wir gespielt. Das ist mehr so eine Art Point-and-Click-Adventure gewesen bei Art. Oh nein, schon wieder so ein Ding. Oh Gott. Und das Ganze ist halt wirklich seine Traumwelt. Darum geht es im Prinzip. Das Art, der ja, wie gesagt, ein Musiker ist, ein Verkappter und Streit mit seiner Band hatte, irgendwie träumt. Und das alles sind so seine wilden Träume von verlorenen Träumen, von seinen verlorenen Freunden und so weiter. Es ist alles sehr, sehr bunt und niedlich und kuschelig und so weiter. Eigentlich schon ziemlich cool. Ich finde auch geil, dass man das... Rollende Trollen. Dass man einem das Werkzeug an die Hand gibt und einfach mal hast alle verlassen. Auch Layla. Layla schien die Freundin oder Geliebte, die Band verlassen, die Freundin oder Geliebte gewesen zu sein. Und Lance Wing, den wir jagen, den Drachen, das ist sein Kuscheldrache gewesen als Kind. Scheint, weiß ich nicht, hängt er da die Hoffnung dran oder es gibt ihm Kraft oder ist ein Anker, wie man ja sagt. Jawohl. Wenn du das da liest, ne? Die brauchen dich nicht. Ihr werdet versagen. Also. Weißt du doch gar nicht. Oh, jetzt kommt der kleine Lüse. Wir nicht. Wir werden dich besiegen. Steinkopf. Nein. Alle holen. Ja, okay. Aber nur weil ich zurückgesprungen bin. Yeah. Ich muss mich mal dran erinnern, was das normal. Was. Das Gute ist, dass. Ich wollte gerade sagen, das Gute ist, dass Sepp in Jump'n'Runs erfahrener ist als. Mario Maker. Als ich und Mayuki. Hä? Was? Auch wenn es gerade nicht so auffällt. Aber es ist nicht leicht. Es sieht leichter aus, als es ist ohne Scheiß. Die Steuerung ist echt nicht easy. Ich mache einfach das. Siehst du? Ab und zu cheaten wir auch mal ganz gerne.
Wen juckt? Nicht. Solange es geht, juckt es niemand. Ich finde diese süße Rüsseltier niedlich. Ja. Tja, ich hätte euch ja auch gerne irgendwie von WoW Shadowlands, von der Beta was geboten, aber leider habe ich bei allen meinen Versuchen, einen Beta-Key zu kriegen, jedes Mal brutal versagt. Ja, ich hatte das Glück, dass ich bei New World eine Alpha bekommen hatte. Ich wollte die töten. Geht das nicht? Wieso nutzlos? Bitte. Ja, ich hatte bei... Nein, bitte nicht. Lass es doch einfach, bitte. Okay. Da! Okay, das war jetzt aber auch aus Versehen. Glaube ich nicht. Doch. Ja, wenn der auch so weit hinten ist, der. Das finde ich ein bisschen... Oh, Cheater. Yeah. Mwaha. Yeah. Oh mein. Diese Murmeln, diese Kugeln sind übrigens Bilder, das Gegenstände, Musikstücke und so weiter, die man dann im Dingsmodus, in dieser Designmodus verwenden kann, soweit wir das verstanden haben oder noch im Kopf haben. Keine Sorge, ich springe ja durch. Aber das ist auch echt doof zu sehen manchmal, wo die sind. Schwierig, ja. Das ist echt ein bisschen. Jetzt ist auch erstmal gleich Mayuki dran. Nein. Kacke. Oh, ich hab's schade bekommen. Ach, egal. Perfekt, oh, ich hat's ihn. So, jetzt ist Mayuki dran. Nein, ich bin nicht so gut. Ist egal. Jetzt mach ich. Ich hab kein Problem damit. Du fliegst einfach. Ach ja, falls ihr nicht wundert, ich habe hier was am Arm. Deswegen halte ich mir die ganze Zeit am Arm. Ich habe mich verletzt. Schwerst verwundet. Ich glaube, du kannst ja bestimmt hochfliegen, wenn er flattert. Nee? Hm, schade. Hm, hätte ja sein können. Die Meer. Aber irgendwas muss da sein. Ach so, er kann ja nicht rüber, der kleine Roboter. Ja, du musst ihn einsaugen. Du musst ihn reinsaugen. Hä? Geh, du musst den anderen nehmen. Elefanten und dann ihn einsaugen. Wie das denn? Ich glaube mit Kreis oder so, glaube ich. Mit dem hier oben. Man muss ihn bestimmt da hinten rausspucken. Mhm. Nee, das war falsch. Hinten. Ja, da drüber. Dahinter. So geht's auch. Fragwürdig, aber so geht's auch. Hm. Geht auch nicht. Jetzt muss sie irgendwas mit. Ach, warte, sie muss doch. Drück nochmal hier oben. Mhm. Ging da nicht irgendwas mit ihm? Ja. Nur das. Ja, genau. Ah, das war's. Genau. Siehst du? Voll vergessen. Ich bin nicht nur Jump Run Pro. Ich bin auch noch Rätselkönig. Okay, nein. Das war alles gelogen. Oh, schön. Leider nicht. Das ist echt schön. Nee, nicht wirklich. Ein bisschen. Wenn du nochmal auf Springen drückst, dann kann er. Genau, dann kann er hubschraubern. Ey, jawohl, gut, Mayuki. Oh Gott. Schraub, 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 schraub. Sehr gut, Mayuki, es wo läuft muss doch. Ich jetzt hin? Immer der Nase nach. Wohin der Wind dich trägt, Mayuki? Einfach dahin, wo die nächsten Plattformen sind. Oh, hab ich mal. Gut, Mayuki! Jawohl! Gut. Wo ist der Elefant? Ja, wieso? Oh. Du bist jetzt noch nicht gestorben, alles gut. Im Gegensatz zu mir. Naja, das ist aber auch voll easy. Das ist jetzt etwas einfacher als das eben. Ja. Ja, gut. Also nicht so easy, wie es scheint. Nein, ist es auch nicht. Ja, es ist aber einfacher als der Part, den ich gemacht habe. Mhm. Vielleicht bist du auch nicht so gut wie ich. Ich bin Profi. Ich kenne mich aus. Wir sind alle professionelle Noobs. Ja. Jetzt musst du wieder auf Dingsen. Aufladen mit dem kleinen Schnuff. Da ist er. Wer? Lancewing? Ah nee, der Riesenroboter. Ah ja, stimmt. Da war ja was mit dem Riesenroboter. Wieso muss ich diesen machen? Der kränkt mich. Nee, den steuern wir, glaube ich. Wäre schön. Debug. LED. Lass ihn leuchten. Und Zalabaut. Oh, die Bug geht's nicht gut. Ah,
Ah, er holt sich wieder. Boah. Das ist aber auch ein schönes Monster. Schön, aber Monster. Ne, sieht so aus. Ja, da rein. Das Teil, was er auf den Kopf getragen hat, hat er gerade reingespuckt. Boah, Energiequelle. Boah, der Roboter sieht aber auch böse aus, der große. Boah, cool. Seht ihn euch an! Geilo! Jetzt bist du wieder dran. Jetzt ist der perfekte Paar. Oh, die gehen jetzt zusammen, oder wie? Mega Gitarre, scheint so. Oh, Killer Gitarre. Todesgitarre. Du, 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 du. Oh, wie das bin ich? Aber die gehen voll ab, ey. Geht voll ab. Aufhören. Geht weg. Die heilige Gitarre der Zerstörung. Boah, geil. Die ist natürlich geil. Die Verdichtungsgitarre. Ne, ich will, dass wir hinkommen. Wieso kommen dann Plattformen? Okay, gedrückt halten Sie mal auf Laden. Du bist nicht mein Zahnarzt, geh weg. Doch, bin ich. Ich habe einen schlimmen Mund. Au. Und Feuer! Das war's schon. Wahrscheinlich kann ich jetzt rein. Yeah. Levelaufstieg. Oh. Ja, ja. Wir schaffen das. Na los. Ausweichgleiten. Oh! Kein Gleiten, das ist Rennen, ist das. Das ist Ausweichen, kann man das schon nennen. Okay, Jungs, was geht ab? Die sehen so ein bisschen aus wie die Typen aus dem Zug. Ja wie der komische blaue Typ. Noch der Typ aus dem Zug. Ja. Hab ich festgestellt. Oh. Ich verschwinde. Warte, Papa, da war Checkpoint. Ja, sofort. Ich muss hat er doch eingesammelt. Guck, hat er doch. Oh, und Ausweichgleiten. Nein! Oh, dieser blöde... Pau. Mach doch, mir doch egal, Feigling. Dankeschön. Also ich finde diesen Sprint als Ausweichgleiten zu bezeichnen, ist immer noch der Witz des Tages. Ich nenne es eher ich würde es eher ausweichen oder rennen nennen. Sieht irgendwie aus, als wenn da was... Oder sliden. Yeah, ich wusste es. Der Nimm weiß es. Ich würde es eher als rutschen oder rennen oder... Ja. Aber nicht als gleiten. Gleiten ist, wenn man langsam fällt. Aber nicht das. Es ist... Oh, oh. Das... Und das ist ein Unterschied. Ausweichgleiten. Das ist immer noch so ein dummer Name. Die Waschmaschine will uns. Doofe Spackos. Die sind halt so komisch. Gleiten! Uff. Mein Kopf in Ruhe. Jetzt übergebe ich an Sepp. Dass der auch mal den Spaß daran hat, weil es bockt sich irgendwie total. Wie schießt mal ein Kleiner? Okay. Bam, bam, bam. Badam, bam. Badadadadam, badam, bam. Badadadadam, badam, bam. Die Klinge macht gar nichts. Er läuft einfach nur nebenher. Ich mag das Mädchen dann so lieb. Cool. Nö, das ist mir egal, ich mag beide, ich finde beide irgendwie süß. Ich
Gerade noch gesehen. Ist mir auch aufgefallen. Ja, geil. In mir dann so, Badezimmer. Aber jetzt kaputt machen, vielleicht ist da... Na, schade. Man kann ja nochmal nachgucken, ob vielleicht da was drin ist. Okay. Ah, da ist er. Oh, nochmal ein Kampf. Was? Die auf beiden einmal, Schüsse waren so mächtig? Auf einmal schießen die, okay. Okay. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der Schuss so mächtig ist und einen sofort tötet. Was ist da los? Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, wie man ausweichgleitet. Boom. Das ist so unfair. Man hat ja nicht mal AP. Nein, die töten einen direkt. Das ist so nervig. Und boom. Ist hier vielleicht ein was? Sekret? In Minecraft, in Minecraft, wie heißt es nochmal? Minecraft Dungeons haben wir immer gesagt, Sekret. Und da waren selten mal welche, aber trotzdem manchmal waren. Doch, das hat oft geklappt. Ja. Sekret World Bonds war so viel wie Secret oder Geheimnis. Das ist ein Pasoto eigenes Wort. Sekret. Ja, meistens machen wir englische Wörter so komisch. Ja, weil es uns einfach Spaß macht. Zum Beispiel wie Beautiful. Genau. Beautiful. Oder Beautiful. Oh, diese komischen Spackos schon wieder. Mann. Erster Vogel tot. Jawohl. Wir müssen zu dem hier, weil hier sowas ist. Guck mal, den Vogel können wir jetzt einsetzen. Weil den Vogel habe ich gerade gesehen, das Symbol hatte, sah aus wie der Vogel. Vielleicht können wir den dann als Bösewicht irgendwo einsetzen. Als Bösi. Mann, ich sehe den kleinen Drachen. Lancewing. Lancewing. Ist hier noch irgendwo eine Kugel? Nö. Okay. Lancewing. Lancewing. Oh, guck mal, Lancewing, wir retten dich, Kleines. Ja. Böse Ketten. Böse. Das sind Elektro. Oh. Drecksmaschine. Endboss. Muss ich hingehen und was drücken? Und dann muss ich aufladen, okay. Bleib weg von dem Drachen, sie gehört mir. Lancewing ist ein Mädchen. Scheinbar. Oh, man kann die Waschmaschine auch kaputt machen, wenn man die abschießt. Schnell, schnell. Weg, 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 weg. Mäusen! Lancewing gehört nicht dir. Mann, diese komischen... Blauköpfe, ne? Ja. Nerven, vor allen Dingen, weil die so gespammt werden. Okay, ich weiß schon mal, wohin ich gehen soll. Oh, boom! Im Augenblick sieht das ganz gut aus. Für Sepp, das klappt ganz gut. Ich glaube, er könnte es schaffen. Diese Stinkevögel, ne? Boah, die sind so mies, ne? Boah, und dann noch Waschmaschinen auch. Oh, Alter. Hilfe. Okay. Boah, da ist noch so ein Stinkevogel. Noch so ein Waschmaschinen. Waschmaschine. Dein Kumpel ist weg vom Fenster. Nein, Juck. Komm her! Du bekommst besondere. Das ist aber dein zweites Leben, der andere Kumpel. Vernichtet! Jawohl! Haben wir vielleicht die Kampagne heute mal zu Ende gespielt, Lancewing? Oh, guck mal, wie süß. Guck mal, sehr süß. Hallo! Oh, wir wollen dich schmusen. So lieb haben. Hui. Nichts wie raus hier. Diese komischen Blauköpfe sind so hässlich. Lancewing! Kann man in den Tonnen kloppen? Lancewing kann fliegen. Mhm. Ist auch ein Drache. Und Drachen können meistens fliegen. Aus dem Kopf raus. Meistens. Er setzt alles wieder zusammen. Oh, das war der eine. Ah, der. Hm? Ja. Lancewing! Hallo, Lancewing. Mhm. Lang nicht gesehen. Hm. Layla. Es ist Layla. Layla, es ist Layla. Ah,
Ich wusste nicht, ob du kommst. Was war los? Ich hab meinen Drachen wieder. Dornschnabel hatte ihn, aber ich habe es geschafft. Und da waren Root R und Debug und LED. Da war ganz schön was los. War ganz schön was los bei dir. Genau. Und also, ja. Jetzt kommt quasi der Point-and-Click-Teil, weil jetzt können wir nämlich uns eine Antwort oder was wir sagen wollen, aussuchen. Sofern Mayuki das irgendwann dieses Universum mal macht. Oh, die Dame hieß was soll ich machen? Francis? Francis und Foxy. Nicht die. Der Bär heißt Francis. Die Bärin heißt Francis? Ja, okay, was wollen wir da machen? Das ist egal, du entscheidest. Blöder blauer Kerl. Diese hässlich. Ich denke, damit sind die Köpfe gemeint, oder? Wahrscheinlich. Und die backen die Eli. Ja, Foxy und Francis waren da. Du weißt schon. Und da haben uns all diese blauen Köpfe angesprochen. Aber es war okay, sie haben sie zerschmettert. Und sie, wie das Spiel. Blöder, blauer Kerl. Genau, die Sache ist die. Also, und Debug und LED waren in diesem seltsamen Wald. Und Dornschnabel macht da alles dunkel, aber sie haben ihn zurückgeholt. Wir haben Root R aufgeweckt. Root R war dieser große wahrscheinlich. Eidechsen-Ding, sag ich jetzt mal. Ja, LED, sie ist großartig und ja, wow, es war. Ja, ganz genau. Und da war der große. Blau, okay, mit dem. Ein Schnurrbart, ein furchtbarer Mensch. Ach so, ja. Ich hab ihn gehasst, er sagt all diese nervigen Lieder. Genau, die nervigen Lieder. Und. Auf einmal. Genau. Die Lieder waren so schön. Dass ich aus Angst. Dass ich aus Angst weggerannt bin. Ach. Ist dir jetzt was klar geworden? Was mein Gott, du bist ja Genius. Warte, ich muss mal gucken. Ich lag falsch. Ja, wir sind schon bei fast 25 Minuten, glaube ich. Leute. Ich kann es nur nicht erkennen. Wo ist eigentlich immer die Dingszahl? Die kleine rote unten da. Die ist quasi bei dir jetzt da. Nicht allein, Art. Das warst du. Oh, 27. Oh, dann wird das aber eine große Folge. Puh, du riechst, dann hättest du in einer Pfütze geschlafen. War das jetzt die letzte Folge der Kampagne eventuell? Wichtel, lass uns das mal um. Sieht aber schön aus. Dreh die Hütte mit deinem Wichtel. Das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns ein Abo da, ein kleines Like oder sonstige nette liebe Sachen. Und ich würde sagen, zum nächsten Mal. Bye. Bye.